Den letzten Part habe ich wahrscheinlich wieder ein bisschen knapp beendet, weswegen es sein könnte, dass die Tondatei einfach automatisch ziemlich schnell endet, aber das stört jetzt mal wieder nicht. Ich habe gerade übrigens mal wieder den größten Vorteil an den Viertelstundenparts festgestellt. Man kann zwischendurch was trinken. Es ist teilweise, wenn man die ganze Zeit so durchquatscht, das habe ich bei Fire Emblem gemerkt, schon manchmal ein bisschen heftig für. Für den Hals, kriegt man teilweise vor allem in dieser doch etwas kälteren Jahreszeit doch ein leichtes Kratzen, aber das stört mich nicht weiter. Ich bin es von Natur aus gewohnt, viel zu reden. Jeder, der mich kennt, dürfte es bestätigen können. Vor allem, wenn ich jetzt so langsam und abgehackt rede, weil ich mich kurz konzentriert habe. Nein, also sobald man mir ein Thema gibt, labere ich einem stundenlang das Ohr weg. Deswegen ist das ja eigentlich auch ideal für mich. Ich kann zwei Sachen verbinden, die ich sehr gerne tue, nämlich zocken und quatschen. Und ja. Also, danke nochmal, Cliff, dass du diesen Vorschlag mir unterbreitet hast. Ich hätte es wahrscheinlich von mir aus nie getan. Wow! Was ist das denn? Dem hat das gerade nichts ausgemacht. Das heißt, er hat wahrscheinlich eine höhere Verteidigung. Das ist ein Kirk. Das ist Captain Kirk? Und ich dachte immer, Captain Kirk ist William Shatner. Kirk sind sehr stark, also solltest du besser aufpassen. Maximal Kapitel 2, Angriffsgrad 2, Verteidigung 2. Die Spezialität ist, sich als Felsen auszugeben, also pass auf, wo du hintrittst. Wenn du auf ihren Stacheln springst, wirst du dir sehr wehtun. Manchmal ist es mutiger, das Weite zu suchen. Wir ziehen ja maximal 2 KP ab. Also ich meine, ich kann es jetzt einfach mal. Dann wird es einfach mal zeigen, was wir so drauf haben. In der Art machen. Das war ihm jetzt mal mit voller Wucht des Hammers eine überziehen. Aber das so als allgemein eine Variante ist vielleicht ein bisschen umständlich, vor allem für die drei Erfahrungspunkte. Jedes Mal einen Blütenpunkt zu opfern. Level up! Diesmal gehen wir auf die Ordenspunkte. Ich werde jetzt generell, glaube ich, erstmal die nächsten zwei Level auf die Ordenspunkte gehen, entgegen dem, was ich zuerst gedacht hätte. Da wir nun mal echt ein paar sehr schöne finden. Genau, zum Beispiel den Glück gehabt Orden, den wir ja gerade von Merlo erworben haben. Genau, dann werde ich aber die nächsten zwei, drei Level-Ups, denke ich mal, da drauf gehen und dann mich wieder vor allem den KP widmen. Es sei denn, wir kriegen noch stärkere Fähigkeiten. Oh, zwei von der Sorte. Das finde ich jetzt nicht so schön. Also wechselst du erstmal zu. Ja, die ziehen beide jetzt. Also, nein, geht ja nur Bombett. Los! Hammer plus zwei. Jetzt kommen wir ja fast schon vor wie in einem Pen and Paper Rollenspiel. Oder in den Computerspielumsetzungen solcher oder von Tabletop-Rollenspielen. Meine magische Keule plus 3 gegen Orks ist so unglaublich mächtig, vor allem gegen Orks. Na gut, das haben wir jetzt nicht ganz geschafft, aber es hat ja durchaus ausgereicht. Ja, immerhin kriegen wir 3 Erfahrungen für die, das ist na, doch ein bisschen was wert, muss ich mal zugeben. Also, auf jeden Fall mehr als nur 2. Also wenn man hier ist nicht die Erfahrung, den Gegner zu besiegen anscheinend das Ausschlaggebende, sondern wie umständlich es ist. Mann. Okay, okay, wenn's so in der Konstellation ist, das finde ich ganz gut. Dann können wir nämlich das auf diese Weise regeln. Bombett ist wieder in super Stimmung. Und knallt dem Gegner mit voller Wucht einer TNT-Explosion eine. Während Mario sich um den bösartigen Monty kümmert. Jeder weiß ja, alle Leute, die den Namen Monty tragen, haben unheimliche Gesichter, tragen Sonnenbrillen und graben sich gerne in der Erde ein. Hat er gerade gehustet?
Ach nein, er hat für Stimmung gesorgt. Und ihr fällt nicht darunter? Genau. Hier haben wir einen Sternensplitter. Ah, Moment, Moment. Den muss man wahrscheinlich da vorne noch mehrfach runterfallen, also in dem nächsten Bildschirm. Wir haben uns jetzt nämlich erstmal auf Itemjagd begeben. Es gibt, ich finde es eigentlich immer schön, wenn man in Spielen sich das ein bisschen alles zusammensuchen muss. Ach, mit dem Stick nach rechts war es. Ich werde Gumbario wieder auswählen. Falls wir nochmal auf einen neuen Gegnertyp treffen sollten, ist es mir lieber, wir können gleich sagen, was das so aus, was den so ausmacht, aus, um da nicht vorher noch nochmal groß rumwechseln zu müssen und auf die Weise unnötig eine Aktion zu verschwenden. Nein! Dann werde ich werde mich erstmal kurz erfrischen. Denn das tat doch gerade ein wenig weh. Ja gut, es sind 2 KP allerdings, weil man denkt, das ist schon ein Zehntel unserer Lebenspunkte. Also wenn ich mir da andere Spiele angucke. 20 KP, was das? Was willst du denn damit überleben? Ich mache 9999 Schaden und das mit jedem meiner Angriffe. Ich hab nichts gegen Spiele mit hohen Schadenzahlen. Absolut nicht, aber irgendwie ist es schön, wenn man sich alles im Kopf ausrechnen kann. Und dank unseres Ordens haben wir gerade ein wenig gut gemacht. Und wir können jetzt Pokémon bis Level 50 verwenden. Da wir genug Orden haben. Oh Gott, war der flach. Nein! Ich hätte vielleicht den anderen angreifen sollen. Das war eben cool gemacht, wie er noch ewig weitergerannt ist und dann noch verwirrt geguckt hat. Dö. Genauso wird das hier gemacht im Hause. Wie ist Marios Nachname? Weiß das zufällig einer? Hat Mario überhaupt einen Nachnamen? Wie hat einen Bruder? Wo sind seine Eltern? Ist er alleine aufgewachsen? Kommt er aus der Bronx? Wie uns der Kinofilm... War es ein Kinofilm? Ich bin mir gerade nicht sicher. Wie uns der Spielfilm damals zeigen wollte. Ist Yoshi wirklich ein kleiner hässlicher Dino? Sind Gumbas wirklich riesige muskulöse Typen mit winzigen Köpfen? Alles Fragen über Fragen im Mario-Universum. Ja, wurde in der Serie da eigentlich was gesagt? Wer ist der Vater? Also das würde mich eigentlich am meisten interessieren. Was für ein Typ zeugt ein Kind, das aussieht wie ein Mexikaner, Englisch spricht, springt wie ein Schwarzer, Juden sammelt wie ein Juden sammelt wie eine Münze, Münzen sammelt wie ein Jude, aber offiziell als Italiener gezählt wird, der von Japanern erfunden wurde. Ach verdammt, ja, das waren ja 2 Abwehr. Ich voll Idiot. Also wirklich, wer ist der Vater dieses Kindes? Ist es der Entwickler des Studios? Hat er einen kleinen übergewichtigen Sohn mit Schnauzbart? Das ist nicht schön, meine Freunde. Ich werde mich jetzt erstmal kurz stärken, indem ich einen Bratpilz zu mir nehme. So mitten im Kampf natürlich erstmal essen. Ist eine ganz günstige Variante. Und gerade wäre mir fast das Mikrofon runtergefallen, als ich versucht habe, mein Bein zu entlasten. Bitte stellt euch das jetzt nicht bildlich vor. Ich sitze bzw. liege halb auf meinem Sofa, während ich aufnehme. Daran ist nichts Verwerfliches. Und es ist auch nicht pervers oder so. Also stellt es euch am besten nicht weiter vor. Das hier ist ein ziemlich kampfgeprägter Part, stelle ich gerade fest. Natürlich, und ich kriege heute mal wieder nichts gebacken, aber immerhin erledige ich effektiv, sobald ich mich wieder konzentriere, unsere Gegner. Und immerhin habe ich jetzt schon wieder über ein 5. Level gut gemacht. Nachdem wir ja jetzt schon eins erreicht haben in diesem Part. Pilz, 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 danke! Hier ist... Wow! Der war aber todesmutig, sich so unter uns zu stellen. Na los. Schlag plus. Yeah.
Die Kopfbewegung von Gumbario ist erstklassig. Also der sieht so aus, als ob er schon mit voller Wucht losspringen will. Yeah! Und erledigt seine Aufgabe auch souverän. De, de. Okay. Nichts tun ist manchmal mehr wert als etwas tun. Wie schon viele berühmte, wer auch immer sagte. Ich sage jetzt einfach mal, ich war's. Ja, gebt ruhig dem Semmel die Schuld, wenn ihr mal wieder nichts tut. Und einfach nur vor der Glotze hängt, gebt mir die Schuld. Ich nehme die gerne auf mich. Und ich muss vorsichtig sein, wenn ich rede, denn sonst stirbt uns der kleine, dicke Held nur noch weg. Und diesmal mache ich natürlich alles richtig, um dem Gegner nochmal ordentlich eines draufzugeben. Das ist, ich bin wie ein Pokémon, das den Crit dann macht, wenn der Gegner noch einen KP hat. Habe ich mich jetzt wirklich gerade mit einem Pokémon verglichen? Ja, das habe ich wohl. Aha, ist hier denn irgendwas? Ah. Anscheinend nicht. Und es geht höher hinauf. Eine Münze. Sensationell. Ah, verdammt. Wieso springt Mario nicht weit genug und sticht sich in den Fuß? Der Vollidiot. Gut, ich werde jetzt erstmal. Noch einen Bratpilz mitnehmen und dann muss ich mal schauen. Ich werde jetzt erstmal Gumbario auswechseln, denn ich sehe jetzt eigentlich nicht ein, auch wenn es ziemlich viel Videozeit frisst, hier die Gegner einfach davonkommen zu lassen, wenn sie sich schon so unter uns stehlen. Es ist unmöglich. Muss mal wieder Pink Power ran. Der Crusader würde sich freuen. Ist ja schließlich seine Farbe. Ah. Ich hoffe, man hat das Facepalm gerade gehört von mir. Dass ich Vollidiot natürlich mal wieder meine sensationelle Hammer Plus 2 Keule nicht rausgeholt habe. Und mich deswegen gleich nochmal heilen werde. Also, ich habe das Gefühl, dass wir doch relativ Probleme kriegen könnten, wenn der Endboss irgendwas ist, der es ein bisschen Taktik verlangt. Denn heute ist anscheinend nicht mein Tag, obwohl heute werde ich nicht mehr zum Endboss kommen. Immerhin etwas. Yeah! 6 Sternenpunkte! Und ein Magic Finger extra für euch. Bereitgestellt von der Mario Bros. Industries. Hier geht es nicht runter, das ist natürlich schade. Dann werden wir wieder eine lustige Rutschpartie antreten. Und wo landen wir diesmal? Auch hier kommen wir nicht runter, aber hier. Ah, erstmal werden wir uns den Brief an Colorado von Haribo. Jetzt mal gucken, ob hier am Boden in der Nähe des Trampolins noch ein bisschen was war. Ja, war es tatsächlich. Hier ist ein Weg nach unten. Bevor wir uns auf den Gegner stürzen, werde ich jetzt einfach mal die Aufnahme an der Stelle beenden und im nächsten Part damit fortfahren, noch ein paar William Shatners zu verprügeln.